den Stil des Informels zwar verlassen haben, um ihre eigentlichen Aussage auch aus anderen Richtungen näher zu kommen. Bei Kreuz waren es Landschaft und Architektur, die ihn zu einer formal deutlicher definierten Sprache führten. Er befasste sich von Beginn an mit den Farbtheorien so wichtiger Autoren wie Goethe, aber auch Philipp Runge, sowie mit der Philosophie von Schopenhauer. Wir sehen in der Ausstellung Bilder, die er ihnen gewidmet hat. Kennzeichnend war stets seine Neugier, seine experimentelle Haltung, damit derer er unterschiedlichste Farben und Formen, Wirkungen erprobt. Seine späten Gemälde, auch sehen werden. Seit Beginn der 1980er Jahre sind ein großartiges Resümee der künstlerischen Forschung, die er über nun, ich sagte es bereits, 60 Jahre betrieben. Die oft kleinformatigen Bilder erfassen in ihren teils wilden Formen und ihrer gleichermaßen heftigen wie kontrollierten Malweise eine vielschichtige und emotionale Raumtiefe, kraftvolle Raumtiefe. In dieser Ausstellung, die Sie gleich sehen werden, meine Damen und Herren, können Sie nachvollziehen, wie der Künstler nach seinen ersten Erfahrungen in Paris zunächst gestisch frei arbeitete, dann einen harten Schnitt zu einer geometrischen, von der Architektur geprägten und sehr konzeptuellen Malweise wechselte und dabei die Ölmalerei zeitweise aufgab, um in Acryl zu arbeiten, sowie verschiedene grafische Techniken vom Holzschnitt bis zur Radierung von der Zeichnung bis zum Aquarell zu erproben. Seine Rückkehr zur Ölmalerei begründet ein grandioses erhabenes Spiel. Seine Gemälde, meine Damen und Herren, und ich hoffe, Sie können das so wahrnehmen, wie ich das heute Morgen voller Begeisterung getan habe, als ich letztlich das letzte Bild an der Wand sah. Seine Gemälde sind Kompositionen auf der Grundlage des Zusammenspiels von Licht, Raum und Farbe. Echte Konzerte der Emotionen, die der Künstler selbst Sonnengesänge nannte. Ja. Ich danke Ihnen, Frau Kreuz, dass Sie meine Äußerungen für heute kommentieren. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Denn ich habe das ja nicht erlebt, sondern alles nur nachgelesen. Aber offensichtlich liegen wir dank der Forschung unserer Kuratoren noch nicht so weit falsch. Sein Werk wird für Sie eine neue Wiederentdeckung sein. Lassen Sie sich von seiner anhaltenden Frische verzaubern. Und meine Damen und Herren, mir ging es so, als ich durch die Räume heute zum dritten oder vierten Mal ginge, hatte ich nicht den Eindruck, diese Bilder seien 30, 40, 50 Jahre alt, wie sie tatsächlich alt sind, sondern gerade frisch von der Leinwand gekommen. Sie haben eine unglaubliche Frische und Neuheit. Und das, meine Damen und Herren, sehen zu dürfen, diesen wunderbaren Heinz Kreuz und diese Aktualität, das ist was Wunderbares. Und ich wünsche Ihnen sehr dieses Gefühl, dass ich nicht nur hatte, sondern auch einige Journalisten. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie etwas nicht auslassen, diesen wunderbaren Katalog von Heinz über Heinz Kreuz. In diesem Katalog sind nämlich alle Werke und auch noch ein paar mehr. Und ein fantastisches Interview abgedruckt, das, in dem er von seinem Leben, aber auch von seinem Alltag erzählt. Meine Damen und Herren, die Initiative zu dieser Ausstellung kam nicht von mir, sondern, und ich bin dafür sehr dankbar, die kam von Ina Hesselmann und Silvia Ströer. Und ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Ich wusste, dass das eine gute Ausstellung wird, aber ich wusste nicht, dass das so eine gute Ausstellung wird. Und ich bin sehr, sehr dankbar und begeistert. Meine Damen und Herren, ich bin auch sehr froh über die erste Erfahrung mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Sammlung Ströhr, die diese Ausstellung kuratiert hat. Liebe Katharina Zimmermann, Sie haben eine tolle Arbeit abgeliefert und es macht eine Freude, diese Ausstellung zu sehen und es macht eine Freude, Sie darüber reden zu hören. Ihnen wird das gleich so geschehen, hoffentlich. Und natürlich wäre das Ganze auch nicht möglich, wenn wir nicht das tolle Team hätten, ob Eva Müller-Remmer oder mein Team, das hier diese Sache unterstützt. Wie immer geht es nur, wenn wir im Team zusammenarbeiten. Ich möchte mich bei allen
herzlichste bedanken und wünsche Ihnen nun spannende Momente in der Ausstellung und bin gespannt auch auf die Worte von Katharina Zimmermann. Nochmals herzlichen Dank. Danke.